Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reiseabenteuer hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, dieses Mal geht es mit der Mein Schiff 2 9 Tage lang durch das westliche Mittelmeer zu den spannendsten Destinationen, die das Gebiet zu bieten hat. Ja, die Route mit der Mein Schiff 2 führt uns entlang der schönsten Orte hier am Mittelmeer. Wir werden nach einem wunderschönen Seetagmorgen zuerst nach Korsika fahren. Anschließend geht es für uns nach Rom, Civitavecchia, dann geht es die Amalfiküste runter nach Salerno, dann nach Palermo auf Sizilien, dann geht es nach Sardinien, nach Cagliari, wiederum weiter nach Ibiza, unseren letzten Stopp, und dann eben wieder zurück nach Palma de Mallorca, wo unsere Reise dann in 9 Tagen wieder enden wird. Wir haben die Anreise auf eigene Regie organisiert, das heißt, wir sind heute Morgen um knapp 6 Uhr aus Hamburg gestartet. Unser Flug war pünktlich, sodass wir dann ungefähr gegen 10 Uhr hier am Schiff waren. Der Check-in verlief wirklich sehr, sehr schnell. Es waren, glaube ich, keine 10 Minuten, da waren wir hier an Bord. Und ja, dann haben wir allerdings noch 3-4 Stunden auf unsere Kabine gewartet, die dann noch nicht fertig war. Wir wussten uns aber hier die Zeit an Bord relativ gut zu vertreiben. Das Wetter war ja auch dementsprechend schön, sodass wir das Schiff auch schon mal erkundet haben. Ja, wie ihr seht, unsere Kabine hier auf Deck 6, relativ weit vorne auf der Backbordseite. Wir haben auch einen schönen Blick hier auf die Brücke. Unter uns keine störenden Rettungsboote, die die Sicht versperren könnten. Die beginnen erst weiter hinten. Also Glück gehabt bei der Zuteilung der Kabine. Die Kabine ist jetzt bezogen und der nächste offizielle Programmpunkt wird dann sein, die Sicherheitseinweisung zwischen 17 und 21 Uhr, die jeder Passagier hier an Bord passieren muss praktisch. Und dann kann die Reise auch schon beginnen, heute Abend um 22 Uhr dann das Auslaufen hier aus Palma de Mallorca. Immer wieder ein absolutes Highlight, das man auf keinen Fall verpassen sollte. Die abendliche Kulisse von Palma, wirklich ein richtiger Traum. Also freut euch auf ein paar schöne Impressionen. Bis später. So, ihr Lieben,
Ja, wir haben den Nachmittag jetzt noch ganz entspannt an Deck verbracht, haben die Sonne noch genossen. Es ist wirklich richtig schönes Wetter gewesen. 31 Grad, purer Sonnenschein, also besser kann es wirklich nicht laufen. Ja, die Sicherheitsübung haben wir auch hinter uns gebracht. War in einer kleinen Gruppe. Kurze Einweisung, keine 5 Minuten gedauert. Ging wirklich schnell. Ja, und jetzt geht es zum Abendbrot ins Atlantic Classic. Mal schauen, was uns da erwartet. Wir sind auf jeden Fall gespannt und nehmen euch auf jeden Fall mit. Bis später.
Ihr Lieben, ich begrüße euch zum ersten Seetag hier an Bord der Mein Schiff 2. Einer der schönsten Dinge, die es für mich auf Kreuzfahrten gibt, ist, einfach morgens direkt nach dem Aufstehen auf den Balkon zu gehen, den Wellen zu lauschen und den Blick einfach in die Ferne schweifen zu lassen und den Tag einfach ganz entspannt starten zu lassen. Zum Frühstück verschlägt es uns heute in einen der schönsten Bereiche des Schiffs, in die große Freiheit, die sich direkt am Heck befindet. Eben dort findet sich auch das Esszimmer, direkt am Diamanten. Hier könnt ihr in exklusiver und gemütlicher Lounge-Atmosphäre für 8,50 Euro pro Person ein leckeres Gourmet-Frühstück genießen, inklusive Blick auf die Heckwelle. Ja, eine kurze Zwischenmeldung hier von unserem Balkon mit dem schönsten Meerblick, den man sich eigentlich wünschen kann. Ja, wir waren gerade beim Sport gewesen, haben ja vorhin lecker gefrühstückt in Diamanten, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, jetzt geht es erstmal ans Pooldeck, ein bisschen Sonne baden, Sonne auskosten. Hoffentlich bekommen wir noch einen Platz, aber ich denke mal schon. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit und schauen, was wir an einem Seetag alles so Schönes hier an Bord der Mein Schiff 2 erleben können. Also, bis später. Zum Abendessen ging es für uns ins Fischmarkt-Restaurant, ein kleines Bedienrestaurant am Heck des Schiffes, welches zugänglich ist durch das Angelmannsplatz-Restaurant. Hier könnt ihr euch mit Meeresspezialitäten kulinarisch verwöhnen lassen. Ja, ihr Lieben, ein wirklich entspannter Seetag neigt sich heute dem Ende entgegen. Wir hatten heute wirklich traumhaft schönes Wetter. Wir haben die meiste Zeit eigentlich am Pooldeck verbracht, was sich auch angeboten hat. Genau. Nach dem Abendessen jetzt geht es für uns in die Außenalsterbar, wo wir den Abend entspannt ausklingen lassen wollen. Wir gucken uns von dort aus den Sonnenuntergang an und gehen danach noch ins Theater. Dort stellt sich der Kapitän und die Crew vor.
Ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Bis später. Mit diesen wirklich schönen Sonnenuntergangsimpressionen von Bord der Mein Schiff 2 verabschiede ich mich von euch für dieses Mal und würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Vlog wieder mit dabei seid. Im kommenden Video nehme ich euch mit auf die französische Insel Korsika, die wir auch letztes Jahr mit AIDA Cosma schon besucht haben. Mal sehen, was uns dort erwartet. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Macht's gut!